oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüß dich und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer iOS-App, der App Swift Playgrounds von Apple. 273,6 MB groß, erfordert iOS 11.0 oder neuer, gratis und bei 210 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,7 von 5 Sternen. Swift Playgrounds ist eine revolutionäre App für iPad, mit der Coden lernen und damit experimentieren richtig Spaß macht. Du löst interaktive Rätsel in den geführten Übungen Coden lernen. Um die Grundlagen des Codens und in zusätzlichen Rätseln erkundest du den Code und erschaffst spannende und einzigartige Programme. Für Swift Playgrounds brauchst du keine Coding-Kenntnisse, damit es perfekt für alle, die gerade erst anfangen, von 12 bis 99. Die ganze Zeit lernst du dabei Swift, eine leistungsstarke Programmiersprache, die von Apple kreiert wurde und von professionellen Programmierern auf der ganzen Welt verwendet wird, um viele der heute beliebtesten Apps zu schreiben. Und weil es alle Vorteile des iPads nutzt und echte iOS SDK verwendet, ist Swift Playgrounds eine noch nie dagewesene Lernerfahrung. Integrierte Übungen. Von Apple erstellte Übungen führen dich durch die grundlegenden Programmierkonzepte, indem sie dich mit Code Rätsel lösen lassen. Dein Code wird in einer wunderschönen interaktiven 3D-Welt ausgeführt, die du mit einem Finger drehen und durch Aufziehen zoomen kannst. Alle neuen Coding-Konzepte werden mithilfe von Animationen auf höchstem Niveau vorgestellt, bevor du mit dem Rätsel loslegst. Wähle aus drei animierten Charakteren, die deinen Code schrittweise ausführen, entdecken und erstellen. Herausforderungen regen Experimentierfreude und Kreativität an, die ihnen mit Spiellogik, Musik und vielen anderen Themen gespielt werden kann. Es werden regelmäßig neue Herausforderungen veröffentlicht, mit denen du deine Coding-Fähigkeit weiter verbessern kannst. Es gibt irgendwie mit Vorlagen, kannst du deine eigenen Programme erstellen, die Graphen, Grafiken, Berührung oder einen Chat mit dem Computer verwenden, für Berührung entwickelt. Echter Swift und iOS Code, dein Code hat direkten Zugriff auf die iPad-Hardware, zum Beispiel das Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Kamera, Berührungsergebnisse, verwende Bluetooth-APIs, um Programme zu schreiben, mit denen Roboter und andere Geräte in der echten Welt mit dem iPad gesteuert werden können. Das Ganze kann man auch noch teilen. Und Swift Playgrounds benötigt ein 64-Bit iPad mit iOS 10.0 oder neuer, anschließend iPad Mini 2 oder neuer, iPad Air oder neuer oder iPad Pro. Ich habe es mal ausprobiert auf dem iPad 2017, dem iPad 5 oder in welcher, der auf jeden Fall das günstige iPad-Modell, günstig in Anführungsstrichen, von 2017. Ich habe überhaupt nichts am Hut, weder mit HTML noch Programmierung noch Java noch sonst was. Ist jetzt alles durcheinander gewürfelt und gemischt, ich weiß. Swift Playgrounds sieht gut aus, muss ich sagen, so als Laie, und so richtig beschäftigt habe ich mich damit noch nicht tatsächlich, so ein bisschen mal. Deswegen kein Testfolge. Was soll ich sagen? Ich werde mir das nochmal genauer angucken und irgendwie mal so eine App programmieren, das wäre mal eine Idee. Beziehungsweise es wäre tatsächlich noch so ein kleiner Traum von mir, aber erstmal das Lernen. Naja, ich glaube, Träume, aber träumen kann man ja. Mal schauen. Swift Playgrounds von Apple. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.